Jesus kam auf die Welt im Stall in Bethlehem. Und es sollte nicht nur einer kleinen Gruppe bekannt werden, sondern die ganze Welt sollte es erfahren. Angefangen bei den Hirten, die auf den Feldern lagerten und zu denen der Engel kam und ihnen die frohe Botschaft verkündete, so wie wir nun hören werden. Die Menschen in Bethlehem schliefen und wussten nicht, was mitten in der Nacht in dem kleinen Stall geschehen war. Aber auf den Feldern vor der Stadt hüteten Hirten ihre Schafe. Es waren arme, aber gute Menschen. Sie hatten ein Feuer gemacht, das Wölfe und andere gefährliche Tiere verjagen sollte. Und sie passten auf, dass sich kein Schaf aus der Herde entfernte. Plötzlich erschraken die Hirten. Der Himmel leuchtete und es wurde taghell. Ein Engel erschien. Was hat das zu bedeuten? Riefen die Hirten und blickten ängstlich umher. Helles Licht mitten in der Nacht und ein Engel, der ausgerechnet zu ihnen, den armen Hirten, kommt? Doch der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, ich habe eine frohe Botschaft zu verkünden. Heute wurde in Bethlehem ein Kind geboren. Freut euch, es ist Gottes Sohn. Geht hin, ihr findet ihn in einem Stall, in einer Krippe liegend und in Windeln gewickelt. Dann erschienen noch mehr Engel und sie jubelten und sangen fröhlich. Ergriffen von der Freude der Engel, machten sich die Hirten sofort auf den Weg nach Bethlehem. Konnte das wahr sein? Sollte wirklich in dieser Nacht der Sohn Gottes geboren worden sein? Und genau so war es. Sie fanden alles so, wie der Engel es verkündet hatte. In einem Stall, lag in einer Krippe, aus der sonst das Vieh fraß, ein in Windeln gewickeltes Kind. Die Hirten knieten sich vor dem Kind nieder und beteten. Dann erzählten sie Maria und Josef, was der Engel ihnen gesagt hatte. Maria hörte aufmerksam zu und bewahrte die Worte des Engels in ihrem Herzen. Die Hirten gingen wieder zu ihren Schafen auf das Feld. Sie waren erfüllt von dem, was sie erlebt und gesehen hatten. Ihre Freude war groß und sie sangen glücklich. Allen Menschen, denen sie auf dem Weg begegneten, erzählten sie, was sie im Stall von Bethlehem gesehen hatten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist geboren worden. Und die Menschen freuten sich mit ihnen und mit Maria und Josef über das, was in dieser wundersamen Nacht im Stall von Bethlehem geschehen war. Ja, liebe Kinder, das war die Geschichte von Weihnachten. Und neben mir seht ihr die Mutter Gottes mit dem Jesuskind in der Hand und mit einer Krone, die Königin des Himmels, die Mutter des Erlösers, die Mutter Jesu. Und so wünschen wir euch nun ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und bereits alles Gute für das neue Jahr 2021.